Vor einem Jahr begann der Präsidentschaftswahlkampf in Belarus. Seitdem hat die Welt unzählige Bilder eines brutalen Polizeistaats gesehen. Mehr als 33.000 Menschen wurden im Zuge der friedlichen Proteste festgenommen. Tausende wurden brutal gefoltert. Diese Bilder sind Alltag in Belarus. Jeder weiß, heute kann es auch mich treffen. Die Gerichtsprozesse könnten absurder nicht sein. Pseudozeugen treten anonym, maskiert und per Videoschalter auf. Angeklagte sitzen in Käfigen. Beweismaterial zugunsten der Angeklagten wird nicht zugelassen. Anwälte werden nicht zu den Inhaftierten gelassen, verlieren sogar ihre Lizenz. Die RichterInnen hingegen sind zu Gehilfen eines Terrorregimes geworden. Das vermeintliche Justizsystem in Belarus spottet jeder Beschreibung. Hier ein kleiner Ausschnitt, wofür du in Belarus verhaftet werden kannst. Wenn du einen 30 Jahre alten Kultsong abspielst, wenn du einem Verletzten bei einer Protestaktion hilfst, wenn du hupst, weil dir keine andere Möglichkeit bleibt, deinen Protest auszudrücken, wenn du bei einer Wahl kandidieren wolltest, wenn du einfach deinen Job als Arzt oder Journalistin gemacht hast. In der Taz wurden mittlerweile die Top 10 der absurdesten Anklagen und Verhaftungen gesammelt. Im letzten halben Jahr wurden mehr als 32.000 BelarusInnen verhaftet. Oft wurden dabei nicht einmal die einfachsten rechtlichen Standards eingehalten. Und einige Verhaftungsgründe erscheinen einfach blödsinnig. Es könnte lustig sein, wenn es nicht so traurig wäre. Du kannst inhaftiert werden, wenn du Lang lebe Belarus rufst. Dir kann in einem Strafprozess vorgeworfen werden, an zwei Protestaktionen gleichzeitig gewesen zu sein. Und du wirst trotzdem schuldig gesprochen. Und seit Weiß-Rot zum extremistischen Symbol deklariert wurde, kannst du für faktisch alles mit dieser Farbkombination festgenommen werden. Du bist vogelfrei für Sicherheitskräfte und Anhänger des Regimes. So wurde bei einer Familie mit weiß-roten Vorhängen in den Fenstern in die Wohnung eingebrochen. Eine Frau wird wegen traditionell weiß-roten Süßigkeiten festgenommen. Ein Mann trägt die falschen Socken, ein anderer die falsche Trainingshose. Eine demente Oma will ihren Enkel abholen und um das Datum nicht zu vergessen, klebt sie sich einen Sticker mit 25. März auf ihre Handtasche. Das war der Tag der Unabhängigkeit von Belarus 1918. Für ihren Datumsaufkleber wird sie samt Enkel festgenommen. Du kannst fürs Singen festgenommen werden. Ein häufiger Verhaftungsgrund in den Akten lautet, hat Kupalinka gesungen. Aber auch ein weißes Bettlaken kann zum Corpus Delicti werden, wenn draufsteht, dies ist keine Flagge. Mittlerweile gibt es festgesetzte Strafmaße für diese Taten, die nun als Beleidigung der Behörden gelten. Sie reichen von einem Jahr Freiheitsbeschränkung, wenn man die Schnurrbartschabe verwendet, ein spöttisches Zeichen für Lukaschenko, bis zu 2,5 Jahren Gefängnis für die vermeintliche Teilhabe an einer organisierten kriminellen Gruppe. Es ist nicht lustig. Es ist die absurde und grausame Realität in Belarus. Es sind Schicksale, die uns einfach nicht mehr loslassen. In Minsk wurde in den ersten Protesttagen Alexander Tarakowski auf offener Straße von Sicherheitskräften erschossen. In Gedenken an Alexander schrieben Maria Babowitsch und Maxim Pawliuszczyk in Großbuchstaben »Wir vergessen nicht« auf den Gehweg vor seiner Gedenkstätte. Maria und Maxim wurden dafür zu Haftstrafen bzw. Freiheitsbeschränkungen von 1,5 Jahren verurteilt. Die Mörder von Alexander sind auf freiem Fuß. Die Verhaftungen treffen selbst Minderjährige. Ein 4-jähriges Kind wird mit seiner Mama festgenommen. Für eine Kreidezeichnung der weiß-roten Belarus-Flagge auf Asphalt. Und auch Opfer von Gewalt des Regimes werden festgenommen und schuldig gesprochen. Der Mann, der im August von einem LKW der Sicherheitskräfte überfahren wurde und wie durch ein Wunder überlebte, bekam später eine 2-jährige Haftstrafe. Und es trifft sogar Tote. Der ermordete Gennadij Schutow wurde nach seinem Tod für schuldig befunden. Sein Freund und Mordzeuge Alexander Karzukov wurde zu 10 Jahren Haft verurteilt. Der Mörder, Hauptmann Raman Gavrilov, ist auf freiem Fuß. Besonders schlimm traf mich die Geschichte von Maxim Choroschin.
Der Blumenhändler war aktiv auf Demonstrationen und bei Kundgebungen gewesen. Er hatte protestierenden Frauen Blumen geschenkt, wurde daraufhin von der Polizei aus seinem Auto gerissen und in Polizeigewahrsam schwer misshandelt. Maxim, кто бил? Maxim, sag, wer hat dich geschlagen? Wer hat dich geschlagen? Das Video vom weinenden Maxim, der die Polizeistation verlässt, es bricht einem das Herz. Und für alle, die trotzdem noch sagen, aber man muss doch beide Seiten hören. Na gut, hören wir doch, was die andere Seite zu sagen hat. Hier spricht das System. Ex-Präsident Alexander Lukaschenko sagte noch im September zu Staatsanwälten, manchmal ist einem nicht nach Gesetzen. Und bei einem Treffen zur Vorbereitung der 6. allbelarussischen Volksversammlung äußerte er sich wie folgt. Im besten Fall jagen wir sie unter die Scheuerleiste und dann kommen sie da wieder rausgekrochen. Schickt sie, wie ich gesagt habe, zur Armee oder auf die Straße. Er spricht hier über die protestierenden StudentInnen, die man exmatrikulieren und zwangsweise in die Armee einziehen solle, was dann auch geschah. Besonders verstörend war ein Audioleak des stellvertretenden Innenministers Nikolai Karpenkau vom Herbst 2020. Entweder ihr verkrüppelt sie oder verstümmelt sie oder tötet sie. Haltet die Waffe direkt aufs Gesicht und auf die Stirn. In derselben Aufnahme gibt er zu, dass Alexander Tarakowski von Sicherheitskräften erschossen wurde und nennt ihn einen Säufer und Idioten. Karpenkau gibt den anwesenden Personen Anweisungen, wohin die Polizisten schlagen sollen. Auf die Beine, in den Bauch, in die Eier, damit er versteht, was er verzapft hat, wenn er wieder zu Bewusstsein kommt. Ex-Innenminister Juri Karajew sagte über Protestierende, lass alles liegen und finde diese Kreatur und töte sie. Außenminister Wladimir Makej sagte in einem Interview mit dem Fernsehsender Belarus 1, wenn der Westen die Situation weiter eskaliert, wird es definitiv dazu führen, dass es keine Zivilgesellschaft mehr geben wird, um die unsere europäischen Partner so besorgt sind. Das alles mögen für manch einen Einzelaufnahmen sein, aber in den Worten und Taten des Regimes spiegelt sich ihre Rachsucht und ihre Blutrünstigkeit wider. Sie errichten Lager für politische Gefangene und sprechen von einer Vernichtung der Zivilgesellschaft. Sie belügen, verfolgen, misshandeln und ermorden ihr eigenes Volk. Ohne jegliche Konsequenzen. Die Anzahl der Anklagen in Belarus gegen an Menschenrechtsverletzungen beteiligte TäterInnen. Und dann lese ich letzte Woche die Schlagzeilen Lukaschenko angezeigt in Deutschland und denke mir, endlich! Im Namen von 10 Folteropfern und auf Initiative der belarussischen Diaspora in Deutschland haben 4 deutsche Anwälte Anzeige gegen Lukaschenko erstattet. Wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Doch bei vielen waren die Zweifel groß, wie viel das eigentlich bringen soll. Ich habe mich deshalb an die Anwältinnen und Anwälte hinter diesem Verfahren gewandt und sie gefragt, was sie mit dieser Anzeige bewirken wollen. Anton Malkin und Irina Schiller von der Arbeitsgemeinschaft in Deutschland lebender BelarusInnen haben mir dafür geantwortet. Warum die Anzeige so wichtig ist? Erstens, die Anzeige ist ein wichtiges Signal an Menschenrechtsverbrecher wie Lukaschenko, dass solche Taten nicht ungestraft bleiben. Und an Opfer des Regimes, dass Gerechtigkeit möglich ist. Zweitens, die Anzeigeerstattung selbst macht ein Business as usual mit dem Regime bereits jetzt unmöglich. Sei es auf Ebene politischer, wirtschaftlicher oder finanzieller Kooperation. Drittens, eine Verurteilung von Lukaschenko eröffnet die Möglichkeit, ihn im nächsten Schritt als Terroristen einzustufen. Dann bestünde nicht nur moralisch, sondern auch rechtlich verpflichtend ein Kooperationsverbot mit ihm und seinem Regime. Denn letztlich kann das Regime nicht allein überleben. Belarus ist sehr von Partnerschaften abhängig. Und wenn es keine Partner mehr gibt, dann gibt es auch für Lukaschenko keine Zukunft. Es ist also wichtig, dass wir hinschauen, dass wir aufklären, dass wir unsere Verantwortung erkennen und wir endlich für unsere europäischen Grundwerte einstehen. Das heißt, wir müssen Strafverfahren gegen alle beteiligten TäterInnen einleiten. Wir müssen die Sanktionsliste gegen das Regime und seine UnterstützerInnen erweitern. Wir müssen die Finanzierungsquellen des Regimes trockenlegen. Wir müssen humanitäre Hilfe für die Menschen in Belarus leisten. Wir müssen Belarus sichtbar machen.